Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit Nameless und mit Droni. Droni zeigt uns ihren Arsch, ihren Kupferarsch, wenn ich es richtig sehe. Schön, dass ihr wieder da seid. Auf der Liste der Prioritäten steht Lootgebäude Neues. Wir haben eine Aufgabe angenommen. Wir möchten im alten Lootgebäude noch den Loot holen und Gärten will ich bauen. Ich mische einfach mal die Reihenfolge. Wir machen erst das Lootgebäude. Jetzt hole ich gerade hier ein bisschen Mais, Leute, weil wir haben ja gestern festgestellt, wir brauchen Mais, ne? Mit was hole ich denn am besten Mais? So oder mit der Hand, ne? Wir nehmen aber nur die guten mit. So, machen wir das. Dann machen wir jetzt als erstes schön die Aufgabe, weil ich glaube nämlich, dass es eine etwas längere Mission ist. Und danach, wir spielen ja auf 120 Minuten heute und morgen noch. Danach holen wir den Restloot vom letzten Lootgebäude. Und dann gehen wir aufs Dach und hauen die Gärten hin. So, dass wir die Käsekuchengeschichte produzieren können. Da habe ich Bock drauf, weißt du? Dann haben wir auch ein bisschen einen Themengarten. So, da steht auch noch einer. Eigentlich könntest du pflücken. Ja, da stehen bestimmt noch mehr. Wichtig ist, dass wir mal ein paar haben, weil Mais gehört auf jeden Fall dazu, gell? So, warte mal geschwind. Ne, brauche ich jetzt auch nicht machen. Aber mich interessiert nochmal, Hopfen braucht man dreckiges Wasser für Bier. Und dann, natürlich habe ich den Kuchen noch nicht frei, aber den Chefkoch holen wir dann schon. Dann brauchen wir Kürbisse. Da haben wir, glaube ich, sogar ein bisschen was daheim. Bier haben wir dann in der Produktion. Maismehl ist aus Mais und Tierfett und Eier. Das heißt, ich werde in Zukunft einfach vielleicht auch mal für Eier anhalten, oder? Ja, jetzt lassen wir es uns erstmal gut gehen, würde ich sagen. Ey, ich muss gerade, aber das wäre mal eine super Frage auch an euch in die Runde, an diejenigen, die 7 Days selber spielen, gespielt haben. Habt ihr grundsätzlich 60 Minuten eingestellt? Ich weiß noch, aus den alten Staffeln waren ein paar, die gesagt haben, oh, schalt's doch hoch. Ich finde es momentan mit 120 Minuten noch nicht mal so schlecht. Allerdings ist dann die Hordenacht weiter raus, ne? Man könnte natürlich auch die Hordenacht alle 5 Tage machen, aber diese 120 Minuten Tag, die haben schon was, finde ich. Zwischendrin werden wir das wahrscheinlich ab und zu machen. Gerade wenn ich merke, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Gechilltheit. Aber würde mich mal interessieren, wie ihr spielt. Habt ihr es auf 120, auf 90? Kann man es, glaube ich, ausstellen, gell? Hier, guck mal. Da gehen wir natürlich auch nochmal hin, ist klar, ne? Gonuts, Donuts. Nee, oder? Gott sei Dank habe ich Sprit dabei. Aber wir haben ja die neue Knarre noch gar nicht probiert. Immer. Wollte gerade sagen, und dabei haben wir sie auch nicht. Dass die besser sein soll, wie der schöne, schöne, große Schraubenschlüssel. Aber es ist halt mal eine andere Animation, oder haben wir ein bisschen Abwechslung? Was mache ich denn? Ich mache meine Tasche wieder voll, will looten gehen, ne? Das ist mein Leben. Und ihr seid mittendrin, statt nur dabei. Oh, ist das eine gemütliche Geschichte, oder? I've got a bad feeling about this. Bei der muss er keinen Kopf machen. Die kennt uns. Oh! Weißt du was? Vielleicht nehmen wir die mit in die Hordenacht und verballern die Munition nicht so am Stück, wie ich das immer mache. Weißt du, die einzelne Schüsse ist halt super günstig, ne? So, Nemi, die kriegst du noch, die Maschinerie hier. Handy, Handy. Ach komm, mach das alles rüber, dass wenigstens die Tasche einmal leer ist, wenn wir gleich looten gehen, ne? Schnäbles. Wie sieht's aus mit was zum Trinken? Ja, mal gedacht. Verbände machen wir mal so. Und da ich jetzt ja tatsächlich auch schon ein ganz kleines bisschen was gelernt habe aus der letzten Mission, würde ich fast sagen... So. Machen wir den Anfang vom Gebäude mit dem Kolben und später steige ich dann um auf Muni, ne? So, jetzt bin ich erstmal gespannt. Ich glaube, den Strip kenne ich noch aus der... Welche war das? War das in der Alpha 18? Wo ich meinen ersten grünen Zombie gehabt habe. Jetzt muss ich es doch mal probieren, haben doch so viele von euch gesagt. Ne? Kriegt man da auch Geld raus? Oder nur aus den Geldautomaten? Jo, ist ein Dügle drin. Ein Dügle. Ein Dügle. Ein Dügle vom Stückle.
Tja, kleine Planänderung. Wir werden wohl morgen erst ins Loot-Gebäude kommen, denn wir sind jetzt dabei, die Parkuhren zu leeren. Guck mal. So eine Solarzelle kostet 44.000. Du kannst ja jetzt einfach ausrechnen, wie viel Parkuhren ich brauche. Nicht so viele. Ich habe es eigentlich jetzt hauptsächlich deswegen gemacht, weil normalerweise kommt doch immer eine Maschinerie an Leuten dann, ne? Hier nehme ich aber nur Bücher mit. Ich hätte halt gern so ein Geldautomat mal geschwind gesehen. Ihr habt gesagt, da sind immer so 1000 drin, ne? Oder was? Ich fahre sowas nur nicht gerne ab, weil ich dann meistens immer lesen muss, hey, du hast das jetzt alles übersehen. Ne, weißt du was? Nächstes Mal denke ich bestimmt, jetzt haben wir ja eine Knarre. Sobald ich ein Geldautomat irgendwo sehe, wird es mir bestimmt 7 Teils einfallen. So, wir gehen jetzt looten. Sonst kriegen wir das Gebäude heute nicht geschafft, weißt du? Das ist Wahnsinn. Können wir aber auch mal machen. Würde ich dann allerdings in einem anderen Biom, dass wir mal eine Abbaurunde machen, Parkuhren, Automaten, alles was wir so finden, würde ich dann aber vielleicht in einem Biom machen, wo ein bisschen mehr Loot Stage dann ist. Aber was Loot Stage, hat mir auch ganz viele geschrieben, ich soll da mal reingucken, in die Statistik war das, gell? Beutestadium 57. Natürlich, wenn man keinen Vergleichswert hat, kann man es jetzt schlecht einschätzen, gell? So. Trönchen, du gehst mit. Der Baba lädt nach, wie er immer, macht er ja immer. Aber wir sollten kurz eine Reparaturgeschichte nochmal. Ich komme halt mal wieder in die Gänge. Ah ja, aber das heißt immer, dass ich mich wohlfühle. Und da draußen ist wieder die Hölle los bei uns. So, lass mal gucken. Du bist doch letztendlich noch ganz böse auf die Nase gefallen, Diggerle. Ach so, ich vergesse es von einem aufs andere Mal. Sah kurz aus, als ob er mir eine Axt anzeigt da unten. So, Leute. Auf geht's, komm mit. Soll ich dich Moni nennen? Moni? Ne, Droni, ich nenne sie Droni. Ey, Nameless. Master, we are not alone. Master, wir sind nicht alleine. Ist der Halbi, der gehört auch zu uns. Master, we are not alone. Droni, ich lieb dich schon ein bisschen, weißt du? Kommst gleich nach der Schreierin bei mir. Da wird doch noch so ein Cent drinstecken irgendwo. Lass mal gucken. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, kommt normal ein Schnitt. So. Brauche ich für unten, für mein kleines, für den Flur, weißt du? Wir machen wieder Schrottlooten, würde ich sagen. Und ich mache dann später einen Rausschmiss. So, der war leer. Den baue ich jetzt aber auch nicht ab. Wo ist die Drohne? Oh, Nameless, das Leben ist schön. Ich sag dir, es ist halt einfach ein Spiel. Es macht halt einfach nur Laune. Wie, weißt du, wenn man sich überlegt, das kannst du immer wieder mal rausziehen. Kommt ja auch ständig ein Update und so. Ein geheimes Klo. Incoming enemies, prepare for conflict. Wie geil ist das denn bitte? Wie toll du das machst, Trönche. Dröhnche, mein Böhnche. Jedes Mal die falschen. Das lebe ich jetzt auf. Der kommt jetzt jeden Moment hier rein. Bis der da ist, gucke ich mal hier ums Eck. Mit Schwörngen, die ist schon drin. So, guck mal, nehme, der kriegst du vielleicht noch mal. Oh! Aber jetzt brauchst du ihn gerade nicht. Hallöchen. Kuppöchen. Das war übrigens ein Buch, ne, dass die so hintere schnalzen.
Habt ihr auch das Gefühl, dass draußen gerade ganz viele sind? Das machen wir. Huh, schön die Maus wieder gezogen und fast der Arm ausgekugelt. Das machen wir. Wir gehen vielleicht in die Wüste oder ins Schneebiom in die City und dann machen wir mal eine Runde nur Parkuhren looten oder sowas. Habe ich Bock drauf, aber das machen wir dann, wenn wir ein neues Fahrzeug einweihen oder so, ne? Da laufe ich jetzt aber nicht vorne. Den anderen lasse ich klopfen. So, auf geht's. Master, we are not alone. Ja, du wirst lachen, ich hab sogar ich gehört. Man will ja dann auch hören, wo die Neuen herkommen, ne? Mit Zielmechanik. So, du noch einer. Du noch einer und dann ist offen. Das ist mir aber schon gefallen, weißt du? So, nochmal kurz da rein geguckt. Master, we are not alone. I love you, baby. Wo sind die Zo- Entschuldigung. Drönsche. Drönsche, mi Bönsche. Master, we are not alone. Master, du hast den Müll geschrottet. Der wäre vielleicht ein gutes Lootle drin gewesen. Master. Yeah, baby. Das ist gut, dass wir das haben. Ne? Wie jetzt? Einer fehlt. Da bist du. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ne, ich will dich schon summen hören. Ist alles gut? Ich mag das, wenn du summst. Stückle, guck mal, du kriegst jetzt hier die guten Sachen. Zum Beispiel die Topfpflanze. Das habe ich ganz vergessen, dass wir da ja zusätzlichen Lootplatz jetzt haben. Das kriegt er nämlich. Jo, dann kann ich da immer gleich ein bisschen was wegräumen. Ist das super? Den hätte ich aber geschreddert. Leise. Weiß man gar nicht, ob sie noch lebt. Jetzt höre ich sie wieder. Wo sind die Zombies? Tarnmodus. Füge deinen Opfern im Schutze der Dunkelheit mehr Schaden zu. Verursache nachts mit Schleichangriffen 10% mehr Schaden. Leider kein Buch für uns. Ich vergesse gerade, dass ich ja Shotgun-Muni irgendwann herstelle. Wobei, momentan kriegst du genug Muni, ne? Einen Scheinwerfer können wir offensichtlich schon. Ein leeres Glas im Müllamber nehme ich natürlich mit. Oh yeah, erzähl kein Shit. Da-di-da-dit. Letztes Mal sich so. Genau das. Wir kommen gleich zu euch nach Hause. Troni und ich. Überschaubare rote Punkteanzahl. Erst die Tür. Der hat wehgetan. Ich genieße gerade, dass es 1000 Stück sind. Oh. Nameless. Nameless. Hast dich mit den Zombies gespielt? Was ist denn los? Letztens habe ich mal kurzzeitig überlegt, von der anderen Seite, ob wir die Anzahl, ob wir die Zombies schwieriger machen. Ich habe die ganze Zeit übrigens gedacht, wir spielen auf normal. Dabei haben wir ja Nomade eingestellt. Und als ich dann so elendig den Bär wieder entdeckt habe, habe ich gedacht, nee, nee, das Spiel sorgt schon dafür, dass es schwieriger bleibt. Gerade in den neuen Biomen wird es dann eh übel. Ne? Brauchen wir das? Nee, brauchen wir nicht.
Nö, das braucht man nicht. Du bist die Beste. Ich mag deine Warnungen. Jö. Habt ihr euch aber einen blöden Platz rausgesucht? Zum Erschrecken. Ey, haben wir nicht auch nochmal. Halbi! Das sagst du immer, wenn du den Halbi siehst. Dann will doch gar nichts. Handeln, den nehmen wir mit, oder? Tja, wenn man kein Geld dabei hat, ist halt blöd. Okay, das will von hier auch 1000. Kein Problem. Ich darf nur die Dings nicht vergessen hier, ne? Die Vorräte. Gott, ist da die Hölle los. Ne, das machen wir jetzt nicht. Müssen wir eh runter, dann kommen wir dem ja gleich entgegen, dem Guten. Ach, guck mal hier. Drohne? Nicht den Buckel herstrecken, Digga, du weißt doch. Deswegen macht das wahrscheinlich. Ey, sag mal, haben wir nicht noch die Möglichkeit mit Punkten? Doch, wir haben noch 2 auf Prügelpeter, die wir rausholen können. Dann kriegen wir auch nochmal hier mehr. Und dann gab es ja noch diese eine, den 1-Kill. Die Angriffswelle, ne? Die war doch auch für uns. Speziell einhändige Nahkampfwaffen. Ich glaube aber, dass der hier als einhändig zählt. Wenn ich, das habe ich nämlich mal nachgelesen. Da gab es Unstimmigkeiten. Beim Baseballschläger ist, glaube ich, eine Zweihandwaffe, aber der Skill zählt, meine ich. Wenn das einer ganz genau weiß, gerne berichtigen. Meiner Meinung nach kann ich Angriffswelle skillen für alle Kolben. Also jetzt hier den wir haben oder den Baseballschläger. Da gab es unterschiedliche Aussagen mal, ob der auch für den Baseballschläger gilt. Und als ich es nachgelesen habe, ist der in der XML-Datei, haben die geschrieben, wer der angelegt. Oh, oh. Oh, ich bin über dich drüber geschlappt. Warum verbirgst du dich da hinten, Stückler? So. Oh, schönes Mofa. Ja, es ist uns. Ey, das Ding ist doch bestimmt noch größer, das Gebäude. Gibt es hier noch irgendwas? Da hinten gehen wir gleich rein. Und kurz hinter die Theke. Handäschle. Geld und Maismehl. Was du brauchst im Leben. Was wir schon lange nicht mehr gefunden haben, ist 9mm Munition. Ist mir gerade so aufgefallen. Die sagen, ich bin überlastet, Drohne. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Und schon sind wir weniger überlastet. Finde ich gut, wenn ich das sehe. Eigentlich ist mir sehr egal. So, weiter geht's. Bis jetzt kommen wir sehr munitionssparend durch. Den leeren haben wir aber festgestellt, den brauchen wir nicht, gell? So, eine Büchse. Die Büchse der Drohne. Da ist nix. Ja, ich nehme schon an, dass da gleich nochmal was geht. I've got a bad feeling about this. Ja, komm rein. Ich mach das für dich klar. Oh oh. Das ist ja cool. Halt. Da war gerade eine Schrift. Der Schreibtisch ist es nicht, ne? Nee. Wollen wir das mitnehmen wegen Mats? Ich erschrecke da jedes Mal selber, glaube ich. Mehr wie alle anderen.
Die bringen 65, die sollte man nicht gerade stehen lassen. War das jetzt die Drohne? Ist sie irgendwo hängen geblieben? Ich nehme an, jetzt knallt's gleich, oder? Okay, zwei Kisten. Haben wir Glück und wir kriegen eine Drohnenmod-Rezeptur. Schlagring. Ja gut, wenn man das will, hat man auf jeden Fall damit Glück gehabt. Für uns ist es nur die Rezepte vollkriegen. Okay, das haben wir schon. Was haben wir hier? Wieder Nachtpische. Klingenwaffen verursachen nachts mehr Schaden. Gibt es auch so ein Buch für die Waffen, die ich benutze, dass sie nachts mehr Schaden machen? Macht aber auch nur Sinn, wenn man nicht schleichen muss dazu, ne? Incoming enemies, prepare for conflict. Ist sie nicht absolut göttlich? Nur Papier? Was ist? Der guckt immer noch, gell, ein bisschen. Stein und Blei. Papier. Noch mehr Papier. Das lobe ich mir. Jedes Papier gehört nun mir. Und Monetas. Oh, wie schön. Aber das hätten wir eh noch geskillt. Ist geschützt. Vielleicht können wir nachher noch im Automat oben die Sachen rauskaufen, bevor wir gehen, wenn ich es nicht vergesse. So. Hier ist ja ein Haufen Zeugs drin. Guck mal, Bauplan Eisenrüstung. Hier. Klauenhammer Bauplan. Ich lerne das jetzt ein bisschen EP zusätzlich, ne? Gerade weil die Taschen ja immer beim Looten recht voll sind. Paper. Paper. Schala Maper. Schala Paper. Maper, Maper, Maper. Leeres Buchregal, alles klar. Okay. Die abgesägte Schrotflinten-Mod. Helm war die Lichtmod für die Waffe, glaube ich, die, gell? Hier ist noch eins. Fahrradlenker oder so. Hier haben wir alles. Hier geht's weiter. Alter, hat so einen Haufen Buchregale. Wie cool. Gut, da ist jetzt nur Papier drin. Die haben wir alle durchsucht auf der Seite. Buch. Buch. So, das kannst du ausstückeln. Der weg. Weiter geht's. Beziehungsweise... Wir müssen oben noch die Dinger holen, ne? Aber es geht jetzt eh wieder hoch, wenn ich es richtig sehe. I've got a bad feeling about this. Jo, Mäusler. Die sind oft vertreten mittlerweile, die... Boah, die hat sich schwer getan. Feuerwehrrüstung, fertige Feuerwehrhelme und erleide 5% weniger Schaden, wenn du einen trägst. Gut, dann wissen wir das auch. Hier haben wir jetzt einen Haufen Rezepte bekommen, gell? Nee, oder? Ist es der Käse-Kürbiskuchen, den ich bauen will? Oh, Spiel, Spiel. Jo, ist das nicht cool? Ja, wie geil. Hier guckt man natürlich jetzt ganz genau. Ach, schön. Das heißt, da steht uns nichts mehr im Wege. Außer, ich glaube, das Bierrezept, ne? Wobei, Bier findest du ja auch schnell. Jo, das Bierrezeptle noch. Guck mal ein bisschen beim Handy. Apropos Bierrezept. So, Nami. Du weißt, was das bedeutet. Komm, die kannst du nehmen, dann bist du hier unten dazu. Schön. Das Spiel mag uns heute, glaube ich. Okay, pass auf. Das Regal haben wir. Hier ist nochmal die Chance. Kürbisbrot.
Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Was macht's? Kürbisbrot? Normales Wasser, Maismehl. Also Mais und Kürbis pflanzen wir ja sowieso an. Sättigender als Maisbrot und schmeckt umwerfend. Wer hat denn die Beschreibung bitte gemacht? Kürbisbrot. Wenn es jetzt Zwiebelbrot gewesen wäre, hätte ich es verstanden, aber so. Naja, gut. Jeder wie er will. Jetzt bin ich hier wieder. Okay. Verwirrungs. Oder ist es. Incoming enemy. Prepare for conflict. Das ist ein anderer Raum. Das sind nur einfach auch solche Dinger hier, ne? Da sind aber ich muss die Räume von hier abgehen. Das bringt mir nichts, wenn ich hier die Hälfte dann auslasse. Demi. Ziehst dir rein. Gut gefüllt. Hey, guck mal alles ab durch. Naja, was ich mal gedacht, dass das ein bisschen länger geht, aber ich kenne das Gebäude so, wie es jetzt hier ist, nicht. Guck dir das an. Kommt ein bisschen was zusammen, cooles, ne? Spatzel, hast du noch ein bisschen Platz frei? Erstmal ein bisschen. Das reicht ja schon. Guck mal, hier kann ich auch nochmal einen Platz rausholen. Cool, weiter geht's. Da ist auch nochmal so eine Kiste. Ich muss sagen, ich feiere das gerade. Es macht sehr viel Spaß. Immer wieder mal eine kleine Welle. Die Drohne schwätzt mit einem. Du weißt genau, wenn du nicht stirbst, hast du wieder eine Vierer-Mission für einen Rekt erledigt. Und der Endloot steht ja nur aus, ne? Und die Endwelle wahrscheinlich. Okay, aber den schredder ich vielleicht. Ne, der bringt 91. 91 ist noch okay. Warte, warte. Nehmi. Ne, ist nur ein Tisch. Letzter. Ja, den nimmst du mit. Ist gerade auch ein bisschen entspannt, ne? Trotzdem ist so eine gute Mischung, finde ich, dieses Gebäude gerade. Okay. Auf Durchfall. Komm raus. Bisschen was im Essen hätte er auch noch. So, jetzt pass auf. Wir müssen noch. My senses have picked up something. Eine gelbe. Wir haben es aber gut erwischt. Ah, da habe ich vorhin hochgeguckt, gell? Drönsche? Drönsche, mein Bönsche. Okay, hier kommt was. Das sind aber immer nur so zwei, drei, ne? Okay. Hinten das Fenster hat mich verraten, dass ich vorbeigeschossen habe. Gleich nachladen nehmen lässt. Die Welle kommt bestimmt auf die Schnelle. Farbe. Ja, die Farbe kann ich ja gleich wegräumen, verändern. Zack. Zack. Kriegen wir auch nochmal einen Platz frei. Perfekt. So, Spatzel, komm weiter. Der Punkt ist jetzt. Oh, das sieht aber aus, als ob ich da nochmal gucken sollte hier. Tatsächlich, Alter.
Das sollte man gleich mal reingucken. Die kann ich, glaube ich, aber nicht überall reinmachen, gell? Perfekt. Ja, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Dass wir den Endgegner zu sehen kriegen heute. Ja, ist heute Freitagsfolge, dann wäre morgen der Freischaltstream im Schneegebiet. Ich glaube auch, dass wir nicht in der Wüste machen, sondern im Schneegebiet. Denk mal, dass es da im Stream einfach auch schöner zu sehen ist mit dem Schnee. Und dadurch schalten wir ja die Wüste dann auch frei, ne? Okay, mein Lieblingsmod nehme ich mal mit. Nee. Manchmal wechselt er nicht, obwohl bestimmt wechselt das. Meistens aber, wenn ich mit der Mausrad die Waffen wechsle. So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt ist die Tasche tatsächlich voll, aber ich habe unten eigentlich auch noch Platz, ne? Wie sieht es mit dem Hunger? Jetzt hat er noch nicht mal mehr Hunger. Die ganze Zeit hat er wenigstens ab und zu Hunger gehabt. Alter, ich bin immer noch verkrampft. Mein Krampf löst sich gerade nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen, Leute. Schön, dass wir es überlebt haben, Spiel. Ganz herzliches Dankeschön. Komme ich da durch? Nee, ne? Bin ich jetzt erschrocken, hey? Junge, Junge. Ist alles dabei. Das Fass ist nicht. So, pass auf. Zombluff. Ich guck nur, ne, ob ich irgendwie. Was mit dem grünen Ding hier? Da ist doch bestimmt jemand drin, oder? Hier sind sie reingebrochen vorhin, oder? After, we are not alone. Mich wundert es schon wieder, dass keine Geier da sind. Oh, Träumle, komm mal her, wo bist du? Jetzt pass auf, Spatzel. Gib mir mal die Dose. Und zack. Dann muss ich mal kurz gucken, habe ich hier die Therme, habe ich die Klinge schon drin? Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Muss ich kurz gucken. Der bringt 91, den würde ich ungern hergeben, die so teuer sind. Machen wir das so, dann ist das auch erledigt. Hier, ne? Alter, was eine Maschine. Messingvorräte sind damit auch wieder aufgefüllt. Die Dinger haben wir ja, ne? Wieso habe ich das Gefühl, dass es hier für uns gleich nochmal hochgeht? Was fehlt eigentlich nur der Hauptloot, ne? Oh je. Haben wir gedacht. Gedacht habe.
Geil, geil, geil. Kommt noch so viel cooles Zeug. My senses have picked up something. Deine Senses sind ziemlich cool. So, jetzt nehmen wir nur noch mit, wenn was Geiles ist. Oder wenn was auf die Stacks passt, die schon angelegt sind, ja? Weil ja gut, hier kann ich natürlich dann Scrabby machen. Kaffeepulver mal bestimmt einstecken. Einen kannst du trinken nehmen, das, da geht immer was. Müssen wir wo runter? Da geht's dann hoch. Frage ich mich, sind dann hier die Dinger, die Spikes, ne, wo wir vorhin gesehen haben, okay. Safe. Weißt du was, aber jetzt machen wir nicht ewig rum, ne? Für was haben wir denn Tools? Okay. Das haben wir schon mal erledigt. Hat die Drohne eine Bombe geschmissen irgendwas oder blicke ich was nicht? Oh. Lad nach! Ich sterb. Und ich bin nur deswegen so schnell darüber gerannt, weil ich genau gewusst habe, dass das einstürzt. Glück gehabt. Glück gehabt wie Sau. Ja, ich gucke, ich brauche zwei Stofffetzen, dann kann ich dir helfen. Warte mal geschwind. Drohne, habe ich dir Stofffetzen rein? Nee, habe ich dir nicht. Will ich das sehen, ob das wirklich eingestürzt ist? Nicht wirklich, ne? Aber das Geräusch hat sich so angehört, als ob es eingestürzt wäre. Allerle! Schürfwundel. Und sie heilt jetzt schneller. Schalala. Ich brauche eine Schiene und für eine Schiene brauche ich nochmal einen Stoff. Aber jetzt will ich wissen, wo hier der Hauptblut ist. Nochmal darüber dann oder was? Ne, hier runter. Alter Schwede, ich sag's dir. Junge, Junge. Den Stoff habe ich wohl vorhin rausgekickt. Immer das, was ich brauche. Wir haben auf jeden Fall die Quest erledigt und ich nehme schwer an. Da ist der Hauptblut, Leute. Boah, Lego Mio. Lego Mio. Nimm's einfach, auch wenn's nicht brauchst. Kenne ich nix. Okay, die Armbrust, die ist bestimmt für den ein oder anderen Armbrustspiel gar nicht mal so schlecht. Hier, war das nicht unser Wunsch letzthin? Müsste ich da nicht normalerweise jetzt hier richtig einen Vorteil gewinnen? Im Moment habe ich 27. Das hat sich gelohnt.
Schöne Belohnung. Schöne Belohnung. Jetzt gucken wir noch kurz in die Kisten rein und natürlich zum Endloot. Und dann muss ich aber wahrscheinlich kurz ans Mofa runter ausräumen. Drohne voll und wir sind voll, ne? Okay, Reifen, Reparaturkits und Kohle. Ne, war Ölschiefer, glaube ich, gell? Toolparts, bisschen was Elektrisches. Und Crack a Book, Chance. Wir haben das Rezept. Wenn du weißt, wo du suchen musst, kannst du fast überall Geld finden. Finde mehr Dukes in Beute. Das kennen wir schon. Naja, dann haue ich das jetzt auf. Sprit ist alle. Ich muss runter. Sprit ist alle, Leute. Ich muss unbedingt schon mit zwei Stofffetzen irgendwo herziehen. Ich brauche dieses Tick. Aber ich habe gerade beim Runterframen was entdeckt. Ich habe nämlich die Abkürzung nicht gefunden, falls es eine gibt. Ich habe vergessen, dass auch hier alles voll ist. Ging es mit dem nicht? Nee, ne? Das haben wir probiert. Verbandskassen haben wir keinen mehr. Drönle. Muss ich kurz so überleben? Komm mal mit, ich zeig's euch. Ich glaube, ich habe von dem anderen Gebäude... Entweder ist es Loot, der zum Gebäude gehört, oder es ist der Endloot von einem anderen Gebäude. Nehm das halt durch. Achso, warte mal, ich hält. Kann ja direkt vorfahren. Ich will oben nur die wichtigen Sachen holen. Und die Kiste muss ich halt noch aufmachen. Ich habe nur keinen Sprit mehr gehabt jetzt. Frage ich mich natürlich gerade, haben wir keinen Sprit mehr oder... Sieht jemand Sprit? Da ist Sprit. Ich wollte gerade sagen, wir müssten Sprit haben. So, komm mal mit. Hier, ne? Hier. Entweder ist das Loot vom anderen Gebäude. Guck mal, ist da noch ein Buch drin. Ödlandschätze, Wasser. Ich habe diesen Trick herausgefunden, wie man Wasser reinigt. Bäm, haben wir gekauft. Hier ist auch noch Muni. Oh, mal wieder 9mm. Ich muss mal für 9mm Munition kleine Gebäude machen, um die zu finden. Weil ich habe mit der so super... mit der habe ich mich so gut gefühlt zum Schluss. So. Oh, Nemi. Wenn es jetzt einkracht, bist du tot, ne? Alles klar, dann mache ich mich nochmal an die Arbeit. Ich hole dich gleich rein, wenn das Ding auf ist. Hier ist gerade mal die Hälfte, habe ich geschafft, ne? Ist der Waffensack nicht aus Stoff da hinten? Hallo. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich da ein Holz drin lasse und den einfach mit der Axt zerdeppern, müsste ich doch zwei Stoff kriegen, oder? Tatsächlich, da war Stöffle drin, Leute. Das heißt... Unser Herr Nameless kriegt seine Schiene. So, und jetzt gucken wir natürlich noch rein, aber ich nehme das Holz wieder mit. Hä? Wie bin ich das jetzt geschafft? Wie ich es halt in die Kiste gelegt habe, statt hier rein. Aber es hat trotzdem geklappt. Okay. Schlagschrauber, der ist noch besser als die Knarre. Bauen wir uns, oder? Stahlwerkzeuge. Kann ich vielleicht meine Stahlspitzhacke? Weißt du Bescheid? Bögen verursachen nachts 10% mehr Schaden. Es werden immer mehr Nachtbücher jetzt, gell? Ansonsten Munition und so. Ziemlich gute Ausbeute, finde ich. Man muss überlegen, was wir die letzte Zeit bekommen haben. Coole Geschichte. Sind wir durch für heute. Sehen wir uns morgen, Samstagsrunde. Wir werden, ich weiß noch nicht genau, was wir anstellen. Muss ich mal gucken. Lass das lieber aufgebaut und bau dir Neues. Da wäre auch Stoff gewesen. Ja, lass mal auf uns zukommen. Wie gesagt, nochmal kurz zur Erinnerung für alle, die es nicht mitbekommen haben. Samstagabend machen wir einen kleinen Stream in dem Spielstand. Allerdings auswärts von unserem Hauptschauplatz schalten wir uns die 1er, 2er und 3er Mission frei, soweit wie wir halt kommen, im Schnee- und Wüstengebiet, sodass wir innerhalb dieser Staffel im Schnee- und Wüstengebiet mal ab und zu ein bisschen was anstellen können. Soweit dazu. Freue ich mich aber auf morgen innerhalb. Kommt natürlich auch eine Folge samstags, ganz klar. Wir sehen uns wahrscheinlich beim Abgeben, beim Rack drüben. Und dann schauen wir mal, was wir anstellen. Ja, komm weiter, lass dich nicht aufhalten von denen. Sagte er und blieb hängen. So, bis morgen.